So Leute, herzlich willkommen zu dem schlechtesten Format auf YouTube! So Leute, herzlich willkommen zu Marco Verzählt Nummer 90. Ich weiß schon, Marco Verzählt schon lange her, also schon gar nicht zwei Wochen oder so. Habe ich ein bisschen Pause gemacht, Freunde. Und jetzt ist es endlich soweit, wir machen wieder Marco Verzählt. Denn es sind so viele Pakete von euch gekommen und auch Firmenpakete. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier, aber es ist ein ganzes Stapel Firmenpakete. Wir machen natürlich nicht alles heute auch, aber werden es auf jeden Fall auch machen. Leute, die WM hat gestartet, richtig geil. Schade, dass Deutschland das erste Spiel verloren hat, aber wie gesagt, viele Leute fragen mich übrigens ja, bist du für Portugal oder bist du für Deutschland? Ich bin für beide Mannschaften, das heißt, wenn Portugal im Finale gegen Deutschland spielen würde. Mir wäre es egal, wer gewinnt, denn ich, wie gesagt, ich spiele für beide Länder und wenn beide im Finale aufeinandertreffen, dann habe ich sowieso schon gewonnen. Ja, Portugal hat stark angefangen und stark nachgelassen, würde ich mal sagen. Und Deutschland hat sehr schwach angefangen, Leute. Aber ich bin mal gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Ich denke, Deutschland wird jetzt ein bisschen aufwachen und Portugal wird ebenfalls ein bisschen besser spielen, hoffentlich nächstes Spiel, damit wir auch weiterkommen, Freunde. So, ich würde sagen, Schluss mit dem Gelaber und los geht es mit euren Fragen, Pakete und natürlich auch Firmenpakete. So, ich würde sagen, wir öffnen mal den hier. Das ist sehr interessant, Freunde. Iohawk Cross Mini. Ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Und wir haben natürlich ohne Ende noch Fanpost von euch, Freunde. So sieht das aus. Oh yeah. Das ist eine ganze Menge. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf dieses hier. Ich wette, da ist kein Iohawk Cross Mini drin, sondern was ganz Besonderes, was ich auf jeden Fall noch ein Review von machen werde. Aber das werden wir gleich sehen. Wir werden kurz reinschauen, denn ich möchte nicht alles zeigen. Okay? Ich würde sagen, fangen wir mal erstmal ganz harmlos an mit einem Paket von euch, Freunde. So, wen haben wir denn da? Wir haben hier einmal die Anna. Ein Paket von der lieben Anna. Los geht's. Oh, oh. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Ist das tatsächlich... Oh mein Gott. Die liebe Anna hat mir so viele Sticker geschickt für mein FIFA-Heft. Für mein FIFA-Heft, Leute. Ich wollte es unbedingt mal voll machen. Richtig nice. Vielen, vielen Dank, Anna. Ich freue mich mega, dieses Heft hier voll zu machen, denn ich wollte unbedingt das hier verlosen an euch. Und wie gesagt, ihr könnt mir gerne noch Doppelte schicken zu mir in die Postbox und ich werde das alles bekleben. Und sobald ich das dann voll habe, werde ich das an einen von euch verlosen. Also nicht vergessen, Leute. Wenn ihr mir gerne Briefe schicken wollt mit Doppelte, würde ich mich mega freuen. Ich hoffe, du hast... ich hoffe, du hast hier Cristiano Ronaldo reingetan. Alter, sind das viele. Vielen Dank, Anna. Richtig heftig. Wie gesagt, sobald ich das hier voll habe, will ich das an einen von euch verlosen. Die Frage ist jetzt, schaffe ich das, bevor die WM zu Ende ist? Ich weiß es nicht. Aber ich gebe mein Bestes, das voll zu kriegen mit eurer Hilfe, Freunde. Und dann, wie gesagt, verlose ich es an einen von euch. Vielen Dank schon mal, Anna. Und du hast... Oh, ist das cool. Oh Gott. Meine Tochter wird ausflippen, wenn die das sieht. Die liebt... Die nennt die immer die Miau. Vielen Dank. Und ich habe hier eine Backcover bestimmt zum Unterschreiben. Mal gucken, was du geschrieben hast. Hey Marco, deine Videos sind mega, genauso dein Merch. Ich habe zwei Karambitmesser, ein Hoodie, ein Longboard und ein BMX aus deinem Shop und bin total begeistert. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Und das von einem Mädchen, das ist doch super lustig. Welches Schneideprogramm benutzt du? Ich habe auch mit YouTube angefangen und nur leider keine Ideen. Ich benutze Sony Vegas 14 Pro. Ich liebe dieses Programm, damit kann ich am besten umgehen. Anna, vielen, vielen Dank. Da wird sich sehr meine Tochter darüber freuen. Ich denke mal, das Backcover soll ich dir zurückschicken. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich schicke das auf jeden Fall zurück an dich. Unterschrieben, weil ich denke, warum solltest du mir sonst ein Backcover schicken, oder? Vielen Dank. Auf Instagram werdet ihr dann sehen, wie die Selina sich die sehr freut. Und auch die Lia. Vielen, vielen Dank. Das erste Paket hat auf jeden Fall in sich. Und ich wollte eigentlich harmlos anfangen. So, was ist das hier? Das ist ein Firmenpaket. Da will ich unbedingt mal reingucken. Priority Mail. Mhm. Mint S. Find your items in seconds. Oh, das ist nice. Seht ihr das? Das sind Tracker, das sind Smartphone-Tracker oder Schlüssel-Tracker oder was auch immer Tracker. Das ist richtig cool. Und das Ganze funktioniert mit einer App. Oh, so sehen die Tracker aus. Und mit einer App könnt ihr zum Beispiel eure Schlüssel schneller finden und so weiter und so fort. Das ist richtig cool. Smart Bluetooth-Tracker, okay. Item Finder, Phone Finder, Separation Location, Crowd GPS. Also insgesamt sind das drei Tracker. Ich weiß nicht, wo die Unterschiede zwischen den drei sind, aber ich werde das mal auf jeden Fall testen. Ich finde es sowieso sehr cool, dass man seinen Schlüssel so viel schneller findet und wie oft sucht man nach den Schlüssel. Und mit den Tracker ist es natürlich viel einfacher. Wie das Ganze funktioniert, bin ich sehr gespannt. Ich werde das mal auf jeden Fall testen und dann von euch berichten. Vielen, vielen Dank an die Firma Münd für hier die Einsendung. Richtig cool. Und jetzt tue ich das mal auf Seite. So, ich würde sagen, ich beantworte natürlich auch ein paar Fragen. So, die erste Frage kommt von Servivox. Hashtag fragt du, wie findest du die Einkaufswagen in Fortnite?
Ich finde den Fortnite-Einkaufswagen richtig cool. Das Problem ist, was ich mit dem Einkaufswagen habe, ist, dass man damit unter die Map kommt bei Talent Towers. Und das finde ich nicht lustig, denn ich habe schon ein paar Siege verloren, weil die Leute unter der Map sind und mich dann abknallen. Das ist halt Bug-Using und das fuckt mich richtig ab. Aber naja, vielleicht fixen die das ja. Gestern haben die den Einkaufswagen wieder reingetan und wieder war das Problem wieder da und das hat mich schon sehr genervt. Aber naja, nächste Frage kommt von Florian Zock 2. Hätte ich gefragt, wie wir entstanden, denn Marco verzählt. Marco verzählt ist eigentlich eine Nachbildung von Ali Telt. Ich weiß nicht, ob das kennst von Alblali. Und ich habe es einfach umgewandelt in Marco verzählt. Und ich habe das auch angefangen zu machen, wie Alblali das macht, so richtig aufwendig. Und ich habe gemerkt, boah, das geht nicht, wenn du jede Woche das machen willst, ist es sehr, sehr anstrengend. Das hat ja Alblali ja selbst gesagt, der macht das ja schon seit Jahren und es war sehr, sehr anstrengend. Deswegen habe ich irgendwann die Formate ein bisschen runter reduziert, das Ganze hier als Unboxing und Fragen beantworten gemacht. Und das ist schon deutlich angenehmer, als das so aufwendig zu machen. So, ich würde sagen, nächste Pakete. Was machen wir denn auf? Boah, ich freue mich auf den, aber ich meine nicht auf. Was ist das eigentlich? Ein so krass verpacktes hier. Oh boy. Von Robin. Mach mal auf. Also diese Leute wollen auch nicht, dass ich die Pakete aufmache, wa? Was? Wie geht das nicht auf? Leute, ich verstehe ja eure Sorgen, dass das Paket aufgehen könnte, aber... So viel Kleber? Voll die Verschwendung! Ach du Scheiße! Digga, wie viele Kaugummis? Mega Dankeschön! Wieder hier! Center Shock, Tic Tac, Feuerringe, Karteikarten, Silberknallteufel, Irrlichter, Kreidebombe, Speedy Gonzales, was ist das? Noch mehr Raketen! Oh, was ist hier drin? Robin! Dankeschön, mein Freund. Jetzt bin ich mal gespannt. Wow, was ist das? Powerbank hat er mir geschickt. Dankeschön. Kann man immer gut gebrauchen, wenn man auf Reisen ist. Von wem ist das? Leia Powerbank Colorline. Dankeschön. Ein Flummi. Und ein Fidget Spinner. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Yeeha, okay. Dankeschön, lieber Robin. Kurz einen Brief vorlesen. Bitte nicht vorlesen. Okay. Hallo Tutu, ich bin ein neuer Abonnent von dir und ich finde deine Videos super. Vielen Dank, lieber Robin. Hey, das ist ja nichts Schlimmes, warum darf ich das nicht vorlesen? Selbstverständlich kriegst du was zurück. Vielen Dank für deine ganzen Einsendungen. Ich habe auf jeden Fall jetzt genug Kaugummis für die nächsten Jahre. Mega nice, Dankeschön. So, als nächstes, Alter, wie mein Tisch aussieht, das ist eine Katastrophe. So, nächste Frage kommt von X-Razer. Hey, fragt Tutu, kannst du mal ein neues Messer rausbringen mit einem neuen Design? Ja, das habe ich tatsächlich überlegt. Bisher ist das hier mein Lieblingsmesser und ich bin am überlegen, ob ich ein Bajonett oder so mache noch. Aber das muss ich erstmal mit den Kollegen von Fake Is sprechen, weil die machen das ja. Letztes Mal hat das so ewig gedauert, bis die Messer da waren. Aber mal gucken, wenn, das hat sich eigentlich ganz gut verkauft. Vielleicht mache ich echt nochmal eine Serie, aber vielleicht nicht mehr Karambit, sondern eine andere Serie, wie gesagt. Bajonett oder sowas. So, die nächste Frage kommt von Fabi Elf. Hätte ich gefragt, du machst dir später auch einen YouTube-Kanal für Lia. Selbstverständlich, aber nur wenn Lia das, ja, das möchte. Das muss, also bei der Selina war das so, sie wollte das. Sie wollte es immer mit mir in die Kamera, die wollte immer mit mir Videos drehen und so weiter und so fort. Also wenn du als Vater, Elternteil merkst, die möchte das, dann mache ich das. Wenn sie das nicht möchte, dann mache ich das nicht. Also es ist wirklich nur, wenn die Kinder das möchten. Wie weiß ich das denn, dass meine Tochter das will? Leute, die kann reden und außerdem merkt man das einfach an den Charakter von dem Kind, ob das Kind gerne vor der Kamera steht oder nicht vor der Kamera steht. Und die Selina steht zum Beispiel sehr, sehr gerne vor der Kamera. Die Lia, keine Ahnung, im Moment finde ich es eigentlich, glaube ich schon, dass sie es gerne macht. Die sieht sich auch sehr gerne am Smartphone, aber das wird sich zeigen. Das ist alles so jetzt noch zu früh, aber sicherlich werde ich eins machen als Unterstützung für ihre Zukunft, wenn ich es machen möchte. Ich habe nichts dagegen, meine Kinder YouTuber werden. Und so, ich würde sagen, machen wir als nächstes das Paket hier auf. Das kommt von Logitech, Freunde. Und ich habe irgendwann mal was angefragt. Nicht nur die Maus habe ich angefragt letztens, sondern auch einen Kopfhörer. Und ich hoffe, dass der Kopfhörer hier drin ist. Gucken wir mal rein. Oh yeah, da ist der, Freunde. Jawohl. Wer ist denn noch was? Das ist ja beides. Nice. Eine Maus. Wie heißt die? Logitech G703. Vielen Dank, liebes Logitech-Team. Und wir haben hier neue Kopfhörer. Nice. Artemis Spectrums Patronos. Nice. Vielen Dank. Geil, ich freue mich. Neues Kopfhörer. Das muss ich heute direkt mal testen. Zack. Oh, Freunde. G933, so sieht es aus. Mal gucken, wie der sich anfühlt. Oh, das sieht aber schon mal nice aus, Digga. Quietscht ein bisschen. Das gefällt mir nicht ganz. Boah, guck mal, wie fett das ist. Jetzt würde ich sagen, ziehe ich den mal an. Die Frage ist, was ist rechts, was ist links? Oh. Was haben wir noch hier? Kabel? Ohne Ende Kabel, Freunde, sehr gut.
Vielen Dank an Logitech für die Einsendung. Mega cool. Noch eine Maus, falls meine kaputt geht. Und das wird schnell passieren, denn ich manchmal raste ich aus. Und nicht wenig bei Fortnite, wenn ich wieder mal wieder raufkappe. So! Kilasam Tyson, wenn ich das richtig gelesen habe. Keine Ahnung. Hashtag fragt Tuto, für was würdest du dich entscheiden? Motorradfahren oder YouTube? Ganz klar, YouTube. Motorradfahren ist nicht so toll, wie man denkt. Nein, YouTube ist natürlich deutlich besser. Benny 1410, Hashtag fragt Tuto, wann machst du mal wieder ein Fantreffen? Ein Fantreffen gibt es jetzt diesen Samstag, denn ich bin auf der U in Berlin. Könnt gerne mal vorbeikommen, dem Messestand von Nerf. Da wird ein bisschen gebattelt, Freunde. Das wird richtig cool. Ich freue mich mega. Und auf der Gamescom gibt es ein Fantreffen. Deswegen, ihr könnt mich sowohl auf der U und als auch auf der Gamescom treffen. Wie gesagt, jedes Mal bei den Nerf-Stand. Kommt gerne mal vorbei und dann sehen wir uns mal Fotos und Autogramm, was ihr gerne machen wollt. Oder ich knall euch einfach mit meinem Money Rain ab, Leute. Wäre mega lustig. So, Leute, kommen wir mal zum nächsten Paket. Welchen machen wir als nächstes auf? So, ich würde sagen, letztes Paket für heute und ich würde sagen, wir machen das kurz auf. Nur mal reinluxen, was da drin ist, Leute. Weil eigentlich will ich davon ein Review machen. So, ich hoffe nicht, dass Nighthawk Cross Mini drin ist, sondern das, was ich mir eigentlich gedacht habe. Da kurz reinspringen. Dadurch, dass nicht das richtige Karton ist. Leute, das ist eine ganz andere Technologie von Hoverboards. Das ist wirklich ein spezielles Hoverboard, Freunde. Das sind sogenannte Hoverboard-Schuhe, Freunde. Und ich bin sehr, sehr gespannt, damit zu fahren. Und Sonntag gibt es dann das Review dazu. Aber ich will euch nichts mehr davon zeigen, Freunde. Denn das wird richtig cool. Ich freue mich mega. So, das war Marco Verzell Nummer 90. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da auf. Dies kommt zu weiteren Folgen von Marco Verzell. Links und rechts, wenn ihr da Social Media auf den vertreten werdet und direkt damit kostenlos aufnehmen, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verfasst. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.